Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Wahnsinnsbaufolge hier in Direwolf. Und wieder mit dabei ist auch die Anja und der Malte. Und ich bin hier noch immer beschäftigt mit dem Glas. Ob das klappt? So, habe ich jetzt erstmal. Jo. Und jetzt würde ich das hier auch so. Huch. Oh nee. Huch. Hä? Was denn? Für alle oder was? Auto Repair. Er hat gerade keinen Neunerblock abgebaut, sondern nur wirklich den einen in der Mitte. Ich bin hier. Ah. Huch. Willst du das Glas nicht schütteln? Wolltest du das nicht? Ach so. Kann man das auch? Ja. Moment. Oh ja, na eben. Hellgraues, farbiges Glas, weil mit diesem türkisen, Nee, das kommt Glas. Ja eh auch noch. Hellgrau? Türkis? Nee, türkis. Türkises, randloses Glas. Und oben drüber steht hellgraues, sehr komisch. Ich probiere das mal wieder? Mit dem Hand. Ach so, haben wir eine Spitzhacke mit Behutsamkeit zufällig? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Du kannst auch so draufhauen mit dem Schüssel, warte. Ah. Dann nutzt sich aber der Schüssel ab, also... Na gut, ja, okay, der ist ja nicht billig so zu machen. Richtig, ich muss mich nur irgendwie... Ich hab hier noch einen sonst. Das kann doch nur mit den Serverlecks zusammenhängen, oder? Dass der mir hier andauernd keine Neunerfelder mehr macht. Wo bist du, meine Lieben? Ah, du brauchst diesen anderen Hammer, ne? Oh, nee, wieso? Wieso? Ich bin gerade ein bisschen... Warte mal, nimm doch mal... Ich hab hier noch einen... Ich hatte ist ja einen in Wirklichkeit Schüssel, den halben das Berg mal schon weggesägt hab. Weil irgendwie... Ach, ich muss mit links machen, oder? Ja, du hast dir doch schon einen gemacht. Du musst einfach nur draufhauen. Ah. Okay. Ja, irgendwie hat das entweder... das war jetzt ein Ziel. Ja, die Karpen, da kann man nicht mehr... Schätzeln, die müssen nochmal abgebaut werden. Ah, okay, dann war ich da zu schnell. Oh. Huch. So, immer nur einmal drauf. Also wieder Morphi Morph. Das ist ja heute hier ein Fledermaus-Wechsel-Dich-Spiel. Aber ich habe noch gar nicht so viele gechiselt. Das waren. Nee, mit den Carpenter-Blöcken gemacht, sozusagen. Aber es geht, der nutzt sich nicht so schnell ab. Ja, ich merk's auch. So. Oh, das sieht doch viel besser aus. Aber hier in der Mitte ist irgendwas anders? Ich glaube. Ja, das sind andere Gläser. So, jetzt. Ole. Oh ja, das sieht doch gut aus. Okay, ah, und jetzt hast du die Carpenter... Die musst du vorher schütteln, die anderen. Damit du die auf die Karten da tun kannst. Okay, ja, da habe ich hier schon ein Stack noch gemacht. Und wenn ich das jetzt drauf mache, ja, dann stimmt's. Ah. Brauchst du noch mehr Gläser? Ja, ich wollte jetzt fragen, wie man das am besten hier bei diesen Ecken machen könnte. Und da solltest du mal mitschauen. Ich kann dir ja auch mal hier so ein paar... Wo bist du jetzt? Hm? Glas holen. Ach so. Nee, das ist jetzt falsch. Wo? Das ist nicht das Glas, was hier ist. Das ist doch aber einmal... Oh. Stimmt. Mhm. Das sieht anders aus. Ah! Ach, ah, ist ganz gut, dass ich mich zurückgezogen habe. Ah. Hätte ja noch mehr Verwirrung gestiftet. Mal, da muss ich die nochmal umschüsseln. Ist das dann das allererste? Ja. Okay. Wieso ist mein Inventar denn jetzt aufgerufen? Ah, stimmt, jetzt passt's. Okay.
So. Schon wieder so eine Fliege vor meinem Bildschirm rum. Mm-mm. Ja, das hatte ich vorhin gehabt. Akro, so. Merkt starr. Ja, und die Überlegung ist jetzt, wie macht man das jetzt hier an diesem Rand am besten? Wir gehen noch um die Ecke. Oder nicht? Oh. Huch. Ach. Nee, es gibt solche, die, glaube ich, dann auch nach außen gehen. Hier müsste eigentlich irgendwie so ein anderes Teil hin, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann mal gucken. Aber dann steht das hier über. Huch. Moment. Ups. Oh, ich hänge fest. Nee, schräge Innenrampe des Zimmermanns. Müsste das dann nicht irgendwie sowas sein? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht. Ich gehe mal schnell das so ein paar normale Blöcke. Huch, ein Verkehr hier. keilförmige sind jetzt hier nun, aber die kann man doch mit so einem Hammer sicher auch dann, das ist dieser andere Hammer des Zimmermanns, kann man die nicht ändern? Ja, musst du nur raufhauen. Okay, dann komme ich mal wieder von... Ach nee, ich kann ja andersrum. Hui. So. Hier geht's noch raus. Entweder so eine Stäbe hier, aber die müsste da anders. Wenn ich von hier runter hämmere. Ich bin da nicht behämmert. Nee. Da. Ups. Ah. Das macht's nur so. Nee, eigentlich müsste das die auch andersrum machen. Ja, aber der macht die irgendwie. Wirf mal hier. Blub. Oh, der ist runtergefallen. Ups. Deswegen dachte ich, ob man das halt vorher schon irgendwie... So, oder wie? Ja, hätte ich jetzt eher... Ja, aber hier ist ja dann auch eine Lücke. Ach nee, da müsste dann von unten wieder... Oder nein, es gibt noch ein anderes. Oh, wie viele Formen es da gibt. Hui. Dieses, genau, das, was du eben hattest, was so nach innen ging, aber das, Wow. Das, genau. Ja, so. Macht das Sinn? Ich weiß nicht, ja. Und dann könnte hier außen, dann kommt so eine andere Spitze hier hin. Ja, und hier jetzt so eine Spitze, Kegel-Dingens, Kirchen. Ich hab keine mehr. Oh, Moment. Ah, das verbindet sich ja so, genau. Und dann müsste das Gleiche nochmal irgendwie auch. So oben drauf, genau. Moment. Das müsstest du jetzt wieder zurechthämmern. Oder dann doch die andere. Was du vorher hattest. Meine Güte, was für viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, ist denn das die Possibility? Oder so. Oder das, ja. Könnte. Das sind dann wie die anderen da. Ja, oder? Hungern vor lauter Graben. Was sagt denn die Zeit überhaupt? Wir sind schon mal fast eine halbe Stunde. Scheiße. Wir waren jetzt... Scheiße. Okay, so dann... konzentriert. Ja, ja, es ist... Wir können ja splitten. Dann können wir zwei aufnehmen. Können wir aufmachen, ja. Wenn euch das kein Aufwand ist. Nö. Dann nehmen wir jetzt noch 10 Minuten weiter auf. Dann haben wir schon
Ja, genau. 20er. Okay. Das ist doch eigentlich mal eine Idee, ja. Genau. Ach, also. Weiß, haben wir ja noch nie gemacht. Nee. Also denkt euch einfach, wir hätten euch vor ein paar Minuten begrüßt. Richtig, genau. Wir haben jetzt mal so eine Doppelfolge gemacht. Einfach wie die Großen das machen. Genau. Ja. Weil diese Baufolge ist natürlich hier jetzt auch, ach nee, das war dann Konzentration halt alles. Ja, nee, aber dann kriegen wir das ja vielleicht hier noch in dieser Doppelfolge fertig mit dem Glasdach. Ja. Ich stell die jetzt hier so hin und du kannst sie dann wieder munter chiseln. Das hier, das hat sich dann schon verbunden. Ah, da war's doch. Oh, das war aber falsch. Mist. So. Oh. Den meine Zuschauer mich jetzt, glaube ich, schon an die dritte Folge nacheinander nur buddeln oder so. Da bin ich halt eine Wühlmaus. Und bei diesen Keilen hier stimmt auch irgendwas nicht. Ich habe jetzt gar keine normalen Rampen mehr, sondern keilförmige Prismarampe. Die muss auch beklopft werden. Ich beklopfe ja alles. Okay. Beklopft die. Ah, hier kann ich jetzt noch eine. Nee, jetzt macht er da auch was anderes noch hinsetzen. Setz einfach hin, ich mach schon. Ja, okay. Klingt jetzt schon ein bisschen gereizt. Oh, der war schon. Boah, das ist niemand gereizt. Schief nach schräg. Uff, geht. Denkst du ja auch die ganze Zeit nur, oh, die alten Weiber, die haben's echt drauf, ja, ja. Oh, ja, ich kann das ja mit dem Glas dann am Schluss hinplatzieren, weil sonst sieht man das so schlecht, oder? Ich sehe alles. Okay. Und wirklich genug. Mit meinen minus 0,75 Dioptrien sehe ich. Oh, da habe ich ein bisschen mehr zu bieten. Es war mal minus 1,5. Ja, bei mir auch so, mit 11 oder so. So, also hier müssen überall noch diese komischen Häkchen weggeklopft werden. Ich hoffe, das sieht man dann halt so gut mit dem Glas. Aber dann mache ich doch mal schon mal einen hier Screenshot. Besten. Wieso hast du hier denn auch Häkchen? Ja, das waren nur noch diese keilförmigen übrig, die ich komischerweise im Inventar hatte. So. Aber sehr, sehr schön. Aha. Ich weiß gar nicht, ob es das braucht. Aber vielleicht kann man das ja auch noch schmaler machen, ne? Man kann ja, ja, wenn wir uns jetzt hier schon austoben mit Carpenterblöcken und mit gechiselten Steinen, vielleicht kann jetzt man noch mit so einer Säge die Sachen auch noch kleiner machen, ne? Ich hol die mal. Haben's dir angetan, die Sägen, gell? Ja, na, ich habe ja noch nicht so viel gesägt. Ja, gesägt. Aber viel gesehen, was gesägt wurde. Lass mich runter. Boah. So, nicht runter. Es ist vollbracht. Ja, also von innen. Oh, das sieht. Da mache ich mal noch schnell einen Screenshot hier. Also da müsst ihr jetzt durch. Oh. Da ist nämlich der Mond genau oben in der Mitte. Wenn ich jetzt nur kann. Aha. Hier. Ja, sieht ja geil aus. Ines. So, wunderhübsch. Cool. Und ich komme aber nicht runter als Fledermaus. Wieso denn nicht? Hallo? Ich komme mit dem Levitator nicht runter. Doch jetzt. Das kann ja wohl nicht sein. Leicht. Ja, ne, ich habe immer meine Flügel ausgebreitet. Da schwebt man ja automatisch. Ja. Und, Screenshot. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, die Säge wollte ich. Hatten wir nicht irgendwo eine? Das war aber nicht die Bibliocraft, das war so eine andere Säge. Ich wollte gerade sagen, da glaube ich, wo die Werkzeuge oder so waren, ja, sind, was auch immer. Ich hab. Sieht so richtig nobel aus.
Oh, was wir hier alles haben in dem Berg. Oh, da steht ein Käfer auf dem Dach. Oh. Jetzt nicht mehr, ja. So. Das geht nicht, weil die... Kann ich das mit normalen... Das Sägen geht nicht mit allen Blöcken. Ja, ich habe jetzt... das waren gechiselte Blöcke. Ach, sag mal, stack dich doch mal. Ja, mit denen nicht. Hätten wir Microbox... Box... Blocks. Also den anderen Mod würde das, glaube ich, gehen. Der Marmor geht nicht. Echt? Ja, schade. Ja. Haben wir nicht hier irgendwo eine Farbkiste? Ja, bei der Wolle. Ja. Wolle. Ah, die kann man auch noch chiseln. Marmorplatten. Notfalls mache ich das dann damit. Aber ich glaube, Quarz sieht heller aus als Marmor. Huch. Weiß ich nicht. Ach, ja, Quarz ist eindeutig weißer. Einen Block machen. Oh, toll. Ja, jetzt muss auch noch ein WhatsApp reinplöppen. Es ist ein anderes. Ich weiß nicht. Okay. Nee, das glaube ich dir sogar. Ein anderes Weiß, okay. Schade. Wenn man den rohen Marmor hat und auch da geht's leider. Ich glaube, ich muss niesen. Wo ich den Oh. Oh ja. Halb so wild. Ich versuch's zu unterdrücken. Rohe Marmor. Ja, nicht, dass du dann hier platzt. Verhungerst, hätte ich jetzt fast gesagt. Erstickst, wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe abgewandelt. Tja. Ey, du. Welche kann man denn dann? Aber wir haben ja dann. Huch! Oder ach, ich versuch's jetzt. Hä? Ja. Doch mal dann eher so. Warum hier eine Fledermaus drin ist. Ach so. Wolltest du auch schon. Ja, jetzt habt ihr mich auch einmal damit. Aber ich war ja schon die ganze Zeit die Fledermaus. So. Ja, aber. Hello. Schick. Ja, schick, wie ich das hier alles zerfleder. Geht ja erstmal nur um Space machen, ne? Oh, wir können, wenn wir irgendwann Witchery noch machen sollten, könnten wir ja dann sowieso noch weiter expandieren. Also haustechnisch. Wie? Ja, müssen wir auch. Mean you said? Müssen ja auch hier den so Altar weiterhin draußen. Oder so. Ah, sie juckt. Aber ich finde, jetzt könnten wir die Folge langsam beenden, weil jetzt sind wir bei 38 Minuten insgesamt. Oh, okay. Dass wir so annähernd 2 20er Folgen dann hinkriegen, ne? Also bis wir uns verabschiedet haben und pipapo. Oh, es wird ja immer schöner. Ich weiß nicht, ist das zu viel? Das sieht Nein. komisch aus, ne? Nein, warte, das sieht schön aus. Warte. Okay. Ist das doch so ein bisschen in Kranz bekommen? Na, beim Badehäuschen hier hinten. Achso, warte. Dann müsstest du da auch noch so den Kranz kriegen. Huch. Ah, da. Da noch. So. Oder? Ja. Mist. Schön aus. Mimi. Bitte? Mimi, hat sie gemacht. Ich weiß nicht, wie es verstimmt. Ja, nee, doch, passt doch. Prima. Sehr schön. Ja. Fein, feini, hast du gemacht. Jetzt schwirrt man nicht mehr ins Unendliche, wenn man diesem Windhauch hier entgegnet. Ah, ich komme hier nicht rein, ich bin zu Okay, dick. Okay. Du winkst zum Abschied, alles ich winke, klar. Ja. Oh. Ja, okay. Ne, ich enthalte mich jetzt jeglichem Kommentar. Hatten wir jetzt 2 fleißige Baufolgen. Ja, bei mir waren es viele Grabfolgen. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es aber auch. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Jo. Ciao. Tschüss.